Die Serie Leadership im Sport geht weiter. Wir haben für euch die Handballmannschaft des VTZ in Zweibrücken besucht. Vor Ort haben wir auch hier mit Trainer und Mannschaftskapitän über ihre langfristigen Ziele und den Führungsstil gesprochen, sowie Fragebögen zu diesen Themen an Mannschaft, Coach und Captain ausgeteilt. Wir wollten wissen, was die langfristigen Ziele von Trainer, Kapitän und Mannschaft sind. Also es gibt auf jeden Fall ein Ziel, das ist klar, sonst wird man gar nicht arbeiten. Wir haben momentan einen kleinen Umbruch in der Mannschaft, den haben wir dieses Jahr schon ein bisschen angefangen, müssen nächstes Jahr noch ein bisschen weitermachen und wollen jetzt die nächsten 2-3 Jahre eine Mannschaft aufbauen, die es uns erlaubt, in der RPS-Oberligaspitze dauerhaft mitzuspielen, beziehungsweise auch erlaubt, an den Aufstieg in die dritte Liga zu denken. Und wenn wir aufsteigen, dann auch in dieser Liga zu bleiben. Wir haben uns ja schon länger in der Oberliga RPS etabliert, spielen jetzt seit mittlerweile wieder 2 Jahren hier. Das ist wieder die 2. Saison nach der dritten Liga. Haben diese Saison nicht so ganz gut gespielt, deshalb stehen wir momentan im Mittelfeld. Wir sind nicht mehr die jüngste Mannschaft, muss man dazu sagen. Wir wollen uns langfristig verjüngen. So sind die Vorgaben vom Verein. Und wollen dann wieder oben angreifen, wenn möglich. Die Mannschaft nennt als primäres Ziel den sportlichen Erfolg, um so unter den ersten 3 der RPS-Oberliga zu landen und langfristig in die dritte Liga aufzusteigen. Auch der Spaß am Handball, attraktiven Handball zu spielen, sowie die Mannschaft zu verjüngen, sind langfristige Ziele der Mannschaft. Auch nach den persönlichen langfristigen Zielen von Trainer, Kapitän und Mannschaft haben wir gefragt. Also ich muss sagen, die Truppe habe ich jetzt ein Dreivierteljahr in der dritten Liga gecoacht, habe sie mitten in der Saison übernommen. Muss ich sagen, das wäre schon auch für mich selber das Ziel zu sagen, noch einmal in der dritten Liga zu arbeiten oder wieder in der dritten Liga zu arbeiten, weil einfach das Niveau von den Mannschaften ein bisschen höher ist und einfach so, dass das Ganze drumherum, so dieser ganze Aufwand einfach so ist, wie ich mir das vorstelle, weil professioneller halt ein bisschen geschafft wird im gesamten Bereich. Gut, mein Ziel ist es auf jeden Fall mal verletzungsfrei zu bleiben, da ich da in der letzten Zeit durchaus gebeutelt wurde, was das angeht. Für mich heißt es, so lange wie es geht, noch auf dem Niveau spielen. Da ich mittlerweile die 30 auch schon überschritten habe jetzt, naht das Karriereende irgendwann auch und dann wird den jüngeren Spielern Platz gelassen. Gott betrifft mit für die bestmögliche persönliche Entwicklung, Wunsch, ein Leistungsträger in der Mannschaft zu werden und Größte ist, dass ich viel von meinen Spielern fordere, vor allem viel, dass sie viel Zeit opfern. Ja, und ich lebe das aber auch selber vor, weil ich dann auch selber immer wieder da bin, wenn ich sage, wir machen das, dann bin ich auch immer selber da. Wenn ich sage, wir gehen in den Kraftraum, bin ich auch selber da. Also ich versuche, das vorzuleben, was ich von meinen Spielern selber verlange. Ja, Opfer zu bringen, in Anführungsstriche, wenn man das so sagen darf. Das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich, dass ich sicherstelle, dass wir ein ordentliches Training machen, ja, dass es ein langfristiges, an unseren Zielen ausgerichtetes Training ist. Und als Drittes muss ich natürlich gucken, in den Bereichen, wo wir momentan sind, dass wir die Spieler auch bei Laune halten. Ja, dass wir sind im Amateurbereich. Es soll ja auch immer ein bisschen Spaß machen. Also nicht nur Zwang oder Leistung, es muss auch ein bisschen Spaß machen. Und das sind so die 3 größten auch Herausforderungen für mich selber, die ich an mich stelle und auch an die Spielerstelle. Gut, die liegen unter anderem als Sprachrohr so für die Mannschaft, Verbindungsglied zwischen dem Trainer und der Mannschaft, Verbindung zwischen dem Vorstand der Mannschaft, verschiedene organisatorische Dinge darf ich erledigen. Was noch dazu kommt, ist, da Handball ja relativ taktisch geprägt ist, auch während dem Spiel, die Kommunikation mit dem Trainer ist oft da und wir sprechen auch viele Dinge ab. Geht manchmal relativ schnell alles, ist dann auch mal schwierig, gerade weil es relativ laut ist teilweise auch in den verschiedenen Spielen. Man muss da einen Weg finden, um dann miteinander kommunizieren zu können. Ja. Nicht so ganz warm ist, aber leicht nervt.
Weiterhin haben wir sowohl den Trainer als auch den Kapitän darum gebeten, eine zu ordnen. Dabei steht dem Trainer die Disziplin der erster Stelle. Der Kapitän nennt hier den Teamgeist. An zweiter Stelle sieht der Trainer die Fitness seiner Spieler. Für den Kapitän steht hier die Disziplin. Auf dem dritten individuelle Leistungsfähigkeit der Spieler der Fitness gegenüber. Es herrscht insgesamt eine hohe Übereinstimmung zwischen Trainer und Kapitän bezüglich der Top 3 Erfolgsfaktoren. Im mittleren Feld sehen beide die Faktoren Motivation, Vertrauen der Spieler in den Trainer, die Autorität des Trainers sowie die Taktik. Dabei sind sich Trainer und Kapitän über die Wichtigkeit von Autorität und Taktik einig. Bezüglich Motivation und Vertrauen gehen die Ansichten leicht auseinander. Unterschiedliche Einschätzungen seitens Trainer und Kapitän betreffen die Faktoren Teamgeist und Leistungsfähigkeit einzelner Teammitglieder. An letzter Stelle steht wie auch bei vielen anderen Mannschaften und Sportarten für beide das Pampern einzelner Teammitglieder. Abschließend wollten wir erfahren, wie der Trainer seinen Führungsstil beschreibt und was die Erwartungen und Einschätzungen der Spieler seinen Führungsstil betreffend sind. Trainer Mirko Schwarz gibt an, dass er in der Vorbereitungsphase wie auch am Wettkampftag und in der Nachbereitung ein größtmögliches Ausmaß an Aufgabenorientierung bei der Führung der Mannschaft für wichtig hält. Die Beziehungsorientierung ist am Wettkampftag maximal ausgeprägt, in der Vorbereitung nur leicht geringer. In der Nachbereitungsphase setzt Trainer Mirko Schwarz auf eine nur sehr gering ausgeprägte Beziehungsorientierung. Der Mannschaftskapitän beschreibt den Führungsstil als im gleichen Maße stark beziehungs- und stark aufgabenorientiert. Die Mannschaft sieht den Führungsstil als eine Kombination aus mittlerer Aufgaben- und mittlerer Beziehungsorientierung. Der Kapitän sieht den Führungsstil des Trainers klar im Bereich des Teammanagers. Auch der Trainer beschreibt seinen Führungsstil in Vorbereitungs- und Wettkampfphase als Teammanager, während er in der Nachbereitung auf die Drillmeister setzt. Die Beschreibung der Mannschaft führt zum Führungsstiltyp der Waage.